Trianales für die bisherige Zusammenarbeit. Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat gesagt, dass sie den Rücktritt von SPD-Chefin Nahles mit großem Respekt zur Kenntnis genommen habe. Die CDU will auch nach Nahles Ankündigung an der gemeinsamen Regierung festhalten. Für die CDU gilt, dies ist nicht die Stunde von parteitaktischen Überlegungen. Wir stehen weiter zur großen Koalition. Wir wollen mit guter Regierungspolitik unserem Land dienen. Kramp-Karrenbauer würdigte Nahles als eine charakterstarke, aufrichtige und verlässliche Gesprächspartnerin. Sie gehe davon aus, dass die SPD die jetzt anstehenden Personalentscheidungen zügig trifft. Nahles hatte am Vormittag ihren Rückzug aus der Politik angekündigt. Sie gibt nicht nur den Vorsitz von Partei- und SPD-Fraktion ab, sondern auch ihr Bundestagsmandat. Die SPD-Spitze wollte sich heute noch zu einer Krisensitzung treffen. Daran nimmt auch die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Dreyer, teil. Franka Welz, WDR Berlin. Dreyer erklärte in Berlin, sie bedauere es zutiefst, dass Andrea Nahles diese Entscheidung getroffen habe. Dreyer sagte, Nahles habe sich natürlich mit Parteigenossen beraten, die Entscheidung letztlich aber allein getroffen. An SPD-Mitglieder und Wähler gerichtet, sagte Dreyer, die Lage sei sehr ernst für die SPD, aber die Partei sei nicht führungslos. Die 6 stellvertretenden Parteivorsitzenden würden nun beraten und dem Parteivorstand am Montag einen Vorschlag machen, wie es weitergehen solle. Dreyer rief die SPD zur Geschlossenheit auf. Zuletzt habe es in der Partei an Solidarität und einem respektvollen Umgang miteinander gemangelt. Jetzt weitere Meldungen. Die USA haben im Atomstreit mit dem Iran ein Angebot gemacht. US-Außenminister Pompeo sagte, die amerikanische Regierung sei offen für Gespräche ohne Vorbedingungen. Die USA hatten das internationale Atomabkommen mit dem Iran vor gut einem Jahr gekündigt und neue Sanktionen gegen das Land verhängt. Auf dem Tempelberg in Jerusalem hat es Zusammenstöße zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei gegeben. Die Unruhen brachen aus, als die Polizei jüdischen Gruppen trotz der üblichen Ramadan-Sperre den Zugang zum Plateau gestattete. Der Tempelberg mit dem Felsendom und der Al-Aqsa-Moschee ist Juden und Muslimen heilig. Ruderer Oliver Zeidler hat bei der Europameisterschaft in der Schweiz das Einerrennen gewonnen. Der 22-Jährige holte damit den ersten EM-Titel in dieser Disziplin seit 1973. Der Deutschlandachter setzte seine Siegesserie fort und gewann zum 7. Mal in Folge EM-Gold. Insgesamt gab es für Deutschland auf dem Rotsee in Luzern 5 Siege. WDR aktuell aus der Region. In Erkrath bei Düsseldorf bleibt die abgebrannte Grundschule kommende Woche geschlossen. Das hat die Verwaltung in einer Sondersitzung entschieden. Das Gebäude war gestern Nacht komplett ausgebrannt. Bereits in der Nacht zuvor hatten Einbrecher offenbar in einer Erkrather Hauptschule Feuer gelegt. Wegen der zeitlichen und räumlichen Nähe bestehe in beiden Fällen der Anfangsverdacht einer Brandstiftung, sagte ein Polizeisprecher dem WDR. Mit der völlig zerstörten Grundschule stehen jetzt 190 Schüler sozusagen auf der Straße und Unterricht ist jetzt.